Du bist Stadtler, oder? Total, ja. Das ist die Geschichte eines Diebes. Du wolltest stehlen, jetzt ist deine Zeit gekommen. Er stahl von den Reichen und gab es den Armen. Das war alles? Ich nenne ihn Robin Hood. Der Kinocast. Na hallo und willkommen zur Adventsausgabe vom Kinocast, denn wir nehmen heute tatsächlich am ersten Advent auf. Wann ihr das jetzt hört, das ist jetzt eure Sache. Aber für uns ist jetzt erster Advent. Bei mir brennt zwar keine Kerze, sondern eine Lavalampe von Star Wars, wo kleine T-Fighter umhergewirbelt werden. vielleicht mache ich mal ein Foto für Instagram. Aber erstmal begrüße ich den Chris. Hallo Chris. Hallöchen. Ja, schön, dass du es geschafft hast. Ja, trotz, einigermaßen lebendig. Trotzdem, was jetzt gerade alle so irgendwie plagt, bestimmt auch viele Hörer, irgendwie diese Erkältung, die da gerade so rumgeht. Ja, passiert. Wir waren aber letzte Woche, als wir noch alle halbwegs fit waren, waren wir in der Sneak Preview und haben da einen Film gesehen. Und ich weiß gar nicht, haben wir sonst eigentlich noch irgendwas geguckt? Hast du noch was gesehen? Nee, ich auch nicht. Könnte es sein, dass es heute eine etwas kürzere Sendung wird, aber wir haben noch ein paar Trailer-Tipps für die, oder einen Trailer-Tipp. Also wird heute eine kurze Sendung, glaube ich. Ich kann noch über eine Serie berichten. Ich habe eine neue Serie angefangen, die in der Hausaufgabenliste steht, im Hausaufgabenheft für den Serien-Podcast, wo ich da nochmal zu Gast bin. Die ich ziemlich gut finde. Ich werde jetzt mal noch nicht verraten, was es ist. Da müsst ihr dranbleiben. Und dann werden wir auch schon mal einen Blick reinwerfen in das Adventskalender-Gewinnspiel, wie das so läuft. Und wir fangen aber erstmal an mit der Sneak Preview der Woche. Das war bei uns Robin Hood. Ja, und wer jetzt dran denkt an Kevin Costner und die Musik von Bryan Adams oder sowas, dann ist er erstmal auf dem falschen Dampfer. Wer jetzt an, wie ist denn der andere, der das zuletzt gemacht hatte, Russell Crowe dran denkt oder so, der ist auch auf dem falschen Dampfer. Wer an Mel Brooks denkt, ist auch irgendwie auf dem falschen Dampfer. Wer an Disney denkt, ist auch an den falschen. Und es gab mal einen mit Uma Thurman, glaube ich, irgendwie in den 90ern. Echt? Ja, ein relativ neuer Film, von dem ich zwar am Rande schon mal irgendwas gehört hatte, dass es da einen gibt oder geben soll, nämlich mit Taron Egerton in der Hauptrolle, den ich zumindest kannte aus den Kingsman-Filmen. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwo anders. Eddie the Eagle. Ah, stimmt. Eddie the Eagle. Also. Ja, aber dann war er kaum zu erkennen. Ja, aber hat er großartig gespielt. War er Eddie the Eagle? Echt? Hat er den Eddie gespielt oder war der nur jemand anders? Nee, tatsächlich, jetzt sehe ich hier gerade Fotos. Stimmt. Also ich bin der Meinung, er war Eddie der Eagle. Krass. Krass. Oh. Ganz neue Erkenntnis im Kinocast. Für mich jetzt auch. Den hast du ziemlich gefeiert, den Film. Ja, ich wusste auch gar nicht, dass Taron Egerton, weil der sieht ja sonst hier ziemlich gut aus, würde ich mal sagen. Und dann so Mut zur Hässlichkeit, sich da so zu verfremden als Eddie the Eagle. Ja, großartig. Aber wir reden über den neuen Film von... gedreht hat ihn übrigens nicht Otto Bratwurst, sondern Otto Bathurst. wenn man das flüchtig liest, könnte man Bratwurst lesen. Und der hat noch nicht allzu viel in seiner Vita stehen. Der hat irgendwie in ein, zwei Folgen für Black Mirror gedreht und für Peaky Blinders so eine Serie und Hustle. Sonst nicht allzu viel. Und der nimmt sich dieses Stoffes an. Und ja, es beginnt damit, dass wir sehen, wie Robin Hood alias Robin von Locksley sich in Mary Ann verliebt. Oder wie die sich kennenlernen. So ein bisschen nur Romantik und so. Auch mal schön, oder? Ja, das war gleich die erste Szene, wo ein Raunen durchs Publikum ging. Genau, also früher war ja noch nicht so mit Tinder und so, da ging das ja noch nicht,
nicht so schnell. Da musste man sich auf anderen Wegen kennenlernen und. Kann man davon das verraten? Das wäre wahrscheinlich zu arg gespoilert, oder? Dass die sich. Wobei die sich treffen oder was? Dass sie eine Diebin ist? Wie, oder? Wie Marianne rumläuft. Wie sie rumläuft? Das nennen wir es sehr offenherzig. Ach so, ja. Stimmt jetzt. Halt. Genau. Die erste Szene, da ploppen zwei riesen Dinger da in die Kamera, blub. Und die eigentlich gar nicht so groß sind in echt. Und jetzt kommt nämlich noch hier so der Witz bei der Sache. Also Eve Hewson, so heißt irische Schauspielerin, ist die Tochter von Bono. Ach, guck an. Boom, jetzt kommst du. Bono. Naja, so, ich meine, Irland ist klein, irgendwie ist jeder mit Bono verwandt, glaube ich. Über ein paar Ecken. Aber heute haust du es aber raus, ey. Tja. Ja, lass uns mal weiter mit dem Film machen. Ja, sie ist da sehr offenherzig und sie hat da so ein geschnürtes Teil an und das hat dann gleich erstmal für die ersten Oho-Sachen im Kino gesorgt. Aber das ist wie bei dem Film, den wir die Woche davor hatten, mit diesem Earth Circle, nee, wie war das? Unter Wasser? Under the Silver Lake? Under the Silver Lake, sowas. War das der? Ja. Wo auch quasi versucht wurde, erstmal die Aufmerksamkeit erstmal zu erhöhen, ja. Speziell von den männlichen Zuschauern, um zu sehen. Und dann, ja, nachdem die sich dann kennengelernt haben, also es gab ja nun schon etliche Robin Hood-Verfilmungen und die geht nur ein bisschen einen ganz anderen Weg als die ich bisher gesehen habe. Und ich sag mal so, alles, was da anders ist, ist irgendwie auch ein bisschen gut, weil irgendwie glaubt man das ja schon alles zu kennen. Und wenn dann plötzlich neue Elemente reinkommen, dann findet man, oder ging mir zumindest so, fand ich das erstmal prinzipiell sehr interessant. Es ist nämlich so, dass Robin von Locksley wird in den Krieg gezogen. Damals waren irgendwie die Kreuzzüge. Und er wird in den Krieg geschickt. Ja, er wird, wird in den Krieg gezogen. Quasi eingezogen, ja, so nennt man das doch beim Militär, wenn man. Ja, genau. Wird eingezogen. Aber das ist ja auch, also, das ist ja normal, das war ja bisher immer auch so bei den Robin Hood-Geschichten, dass er aus dem Krieg zurückkehrt. Ja, aber da hat man ja den Krieg so nie gesehen. Also, was dann beginnt, ist so ein bisschen, sieht fast ein bisschen aus wie Operation Wüstensturm bei irgendwelchen modernen Kriegsfilmen, bloß dass die halt keine M16 in der Hand haben und da irgendwo sich durch Häuser durchpirschen im Häuserkampf, sondern die haben halt feine Bogen für einen Nahkampf und die Elemente, auch die filmischen Elemente, wie es gedreht ist und wie die Kamera positioniert ist und die Art und Weise, dieses No Man Left Behind und ach, das erinnert schon sehr stark an irgendwelche amerikanischen Kriegsfilme. Speziell jetzt irgendwie Irakkrieg oder irgendwie was im Nahen Assassin's Osten. Assassin's Creed. Ja, Assassin's Creed stimmt auch mit dabei, wenn er mit so Kapuze dann oben. Aber ja, das fand ich so völlig neue Elemente, dass er dann auch so ein bisschen traumatisiert wird über das, was da passiert. Und wir lernen dann auch gleich die Jamie Foxx-Rolle kennen. Der heißt dort wie Little John, genau. Und Moment, ja. Jaiha Ibn Al-Omar. Ja, hast du dir das gemerkt? Nein, ich hab's rausgefunden, ich hab's abgelesen. Ja. Aber du kannst mich John nennen. Little John. Na, jedenfalls lernen wir den da auch kennen und wie die beiden sich erstmal begegnen, sind sie natürlich auf gegenüberliegenden Seiten des Schlachtfeldes und sind auch beide bisschen aufgeputscht von ihrer jeweiligen Kriegsideologie. Und es kommt aber dann doch so, dass Robin von Locksley wieder zurückkehrt nach England und auf eine gewisse Art und Weise der Jamie Foxx, Little John auch. Und er sucht ihn dann auf. Also Robin kommt erstmal zurück, sein Schloss total kaputt. Oder eine Burg war es eher, eine Burg, ist ziemlich kaputt, weil da wurden irgendwie die Besitztümer eingezogen, also der wurde geöffnet und seine Frau, die Mary Ann, wurde irgendwie rausgeschmissen aus der gemeinsamen Burg und musste jetzt quasi unter den Armen leben, in der Mine, in den Minen von Moria, für die Orks arbeiten. Und ja, das Schloss ist total
da ist nichts mehr drin, alles was wertvoll war raus und es verfällt dann, er war ja ein paar Jahre weg und als er dann dort sich so wieder einrichtet, begegnen ihm dann Jamie Foxx oder, nee, Quatsch, also sie Frau sucht, seine Frau sucht, begegnen ihm Jamie Foxx und nimmt ihn dann mit und sagt, okay, wir haben beide dasselbe Ziel, wir wollen uns an denen rächen, die hier für den Krieg verantwortlich sind. Jeder aus unterschiedlichen Gründen, Beweggründen. Und ich kann dir dabei helfen, dich hier fit zu machen, weil der Jamie Foxx, der war extrem cool drauf, als der da, der war wirklich die absolute, der absolute Gegenspieler bei diesem Wüstenkrieg, nenne ich es mal. Er konnte ja, irgendwie so Kampfmaschine. 20 Pfeile in einer Sekunde abschießen. Sonst was mit Pfeil und Bogen. Ja. Und auch zielgenau und sonst was alles. Also ja, und dann trainiert er ihn dann, dass er fit wird, sowohl in mechanischen Dingen, also Bogenschießen, als auch in eigener Körperbeherrschung und Muskelaufbau und sonst was. Und dann beschließen sie erstmal so in kleinen Schritten den, wie heißt der Oberste, was ist da, den hier, Dekan? Der Sheriff von Nottingham. Den Sheriff, ne, den Sheriff wollen die ärgern. Hieß nicht der, ja. Der von der Kirche, war das nicht irgendein Kardinal oder irgend sowas? Nee, erst geht's nur gegen den Sheriff von Nottingham. Ja, weil der Sheriff sammelt ja das Geld für die Kirche, damit er ihren Kreuzzug machen kann, der dann wiederum eben in arabischen Gefilden dort für viel Leid sorgt. Und da wollen sie dem Sheriff erstmal viele oder erstmal mit Nadelstichen Geld abnehmen, quasi Transporte, Geldtransporte überfallen und es wird dann nach und nach immer größer. Und weil Robin auch den Armen immer mal was gibt, dann manchmal teilweise aus Versehen, dass er auf der Flucht ist und irgendwie wird ihm eine Tasche aufgeschossen und das alles fliegt dann raus, das Geld. Und während er durch irgendwie so ein Armenviertel reitet und später dann auch mit Absicht, dass er Leuten das übergibt, ja, da wird er halt eben auch zum Held der Armen und dann heften die dann so Kapuzen an an Häuser, um da zu zeigen, dass sie das unterstützen und so. Und ja, und ansonsten, ich glaube, ich will mal nicht zu viel verraten, in welche Richtung das dann so geht. Man kann sich schon ein bisschen was erahnen. Also es ist aber halt, ich fand es auf eine interessante Art und Weise neu gemacht, den Film. Die Art, was sie erzählt haben, wie sie es erzählt haben. Es war sehr, sehr modern, fand ich. Ja, definitiv. Also es sind ja, die typischen Charaktere kommen halt vor. Robin Hood, Little John, also naja, wie gesagt, wobei das schon so ein bisschen hm war. Marianne, Will Scarlet hast du noch vergessen. Das ist, Marianne ist nämlich mit dem zusammen. Bruder Tuck ist dabei. Dann natürlich, und natürlich da der Sheriff von Nottingham, gespielt von Ben Mendelsohn. Und Ben Mendelsohn kennen wir aus welchem Film sehr gut? Ich kannte den auf jeden Fall. Ich weiß aber jetzt nicht, woher. Das sind viele Nebenrollen, die man irgendwoher gekannt hat. Rogue One. Ach so, der war das. Ja, doch, jetzt, ja klar, den das haben wir schon im Kino drüber geredet. Bei Ready Player One war er auch dabei. Also ja. In Captain Marvel spielt er bald mit. Da bin ich auch mal gespannt. The Dark Knight Rises war er auch schon mal dabei. Also den kennt man, das ist einfach ein bekanntes Gesicht. Und neben Taron Egerton, natürlich Jamie Foxx, klar hast du erwähnt, ja, insgesamt halt relativ gut besetzt, fand ich. Also für ein Remake oder ein Re-Remake oder eine, oder vielmehr, wenn man so bis zum Ende schaut, vielleicht auch der Start einer neuen Serie. Ja, ich hätte es vielleicht aber sogar noch ein bisschen noch moderner gemacht. Also da waren so viele moderne Elemente drin in dem Film. Ja, ein bisschen übertrieben sogar. Ja, ich meine, man hätte es wirklich auch ein bisschen auf die Spitze treiben können und auch, was weiß ich, richtig moderne Musik zum Beispiel reinmachen, so richtig. Weil der hatte vielfach auch so eine Videoclip-Ästhetik und so, das hätte eigentlich gepasst. Das ist richtig. Also da gab es zum Beispiel mal diesen Ritter aus Leidenschaft, den Film mit, hier, kennst du den? Den Ritter aus Leidenschaft? Heath Ledger. Mit Heath Ledger, Heath Ledger, genau. Und da gab es so einen coolen Trailer dazu. Da sind die alle in dieser Arena, wo die dann auch dieses, wie heißt das, Jochten oder so, ne, wo die sich mit Lanzen vom Pferd versuchen zu hauen. Und da haben sie einen extra einen Videoclip. Ist das nicht ein Jolt oder sowas? Jochten. Ja, ist egal. Also die haben das im Deutschen, glaube ich, übersetzt gehabt mit Jochten. Warte mal, gucken. Boah, keine Ahnung. Jochten findet er. Josten.
T-J-O-S-T. Justin war es. Ja, ah, okay. Da haben sie so einen Videoclip gedreht als Trailer für den Film, wo dann die ganze Masse so. Ja, We Will Rock You. Wo die dann, genau, das We Will Rock You. Und das hat irgendwie so cool gepasst, so diese, weil das auch so modern gedreht war und dann so eine coole Idee. Sowas hätte ich mir eigentlich bei dem Film auch gewünscht. Es hätte an manchen Stellen vielleicht gut gepasst, einfach mal irgendeinen fetten Rap-Song da reinzumachen, an manchen Stellen. Oder so, wo es halt irgendwie so auf die Beats richtig passt, ja. Oder, weiß nicht, irgendwas von Prodigy oder so. Ja, das hätte mir noch ein bisschen besser gefallen. Aber ich glaube aber, dann wäre der Film falsch abgedriftet. Also es war ja eh schon so dieser Mix aus Kingsman meets Mittelalter oder halt meets Robin Hood Geschichte. So ein bisschen. Rasante Action, das war wirklich teilweise mehr Actionfilm wie noch was anderes. Interessante Ideen dabei. Definitiv. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das dann noch groß realistisch war. Und was dem Film allerdings ganz gut tat, ist, dass es sich nicht so selbst so broternst genommen hat. Ah. Dann wäre es komplett in eine falsche Richtung abgedriftet. Also der Film nimmt sich nicht so wirklich ernst und das tut ihm verdammt gut. Das braucht er auch, weil es ist einfach, ja, aber ich finde teilweise einfach so übertrieben. Und Dialoge, auch da, ne, gab es eine größere Publikumsreaktion. Als Marianne den Robin anschaut, ihm in die Augen blickt und sagt, wenn ich jetzt, wann dann? Ach du Kacke. Ja, also Dialoge war wirklich so, ich hatte immer das Gefühl, sobald Marianne den Mund aufmacht, kommt irgendein Blödquatsch. Ja, aber das hat sie durch andere Sachen wieder wettgemacht. Das sagst jetzt du. Casting bei. Ich guck gerade, ob hier irgendwas drinsteht. Wer das Buch irgendwie, Drehbuch oder so. Writing Credits. Ben Chandler, David James Kelly. Story by Ben Chandler. Mal gucken, was der noch so gemacht hat. Oh, das ist bis jetzt der einzige Credit für Ben Chandler bis jetzt. Und der andere hat zum Beispiel Strawman, Kurzfilm. Also die haben noch nicht viel Erfahrung im Drehbuch schreiben. Ja, ja, also was man auch erwähnen muss, mittlerweile haben wir ein bisschen Zeit gehabt, mal über den Tellerrand zu blicken, wie andere den so empfunden haben. Ich fand ihn als ziemlich unterhaltsam. Man muss natürlich, man darf jetzt nicht eine literaturgetreue Verfilmung erwarten, muss man dazu sagen. Aber hey, wenn ich ins Kino gehe und gerade in der Sneak, fand ich, hat er super funktioniert. Es war eine coole Stimmung im Saal und dann sind so Szenen drin wie eine Maschinengewehr-Armbrust, also wo dann jemand so hinter dreht, so und dann feuert die so Pfeile in einer. Aber im Nachhinein, ich habe ja vorhin erwähnt, dass speziell dieses Thema mit Irakkrieg und so weiter wurde ja hier ein bisschen ins Mittelalter umgesetzt und da brauchtest du natürlich irgendein bedrohliches Schussgerät, was irgendwie alle in Schach hält gerade und wo wirklich alles wegmäht oder sowas. Das hättest du halt nicht mit einer Armee Bogenschützen oder sowas machen können. Und es musste halt irgendwie einer sein, der dann irgendwie zu überwinden galt. Und das war in dem Moment ziemlich abgefahren. Dann irgendwelche Bazookas selber gebastelt und dann diese irrwitzigen Heists, die sie da haben, wenn sie da versuchen, irgendwelche Goldfuhren dann irgendwie zu rauben, teilweise aus der großen Bank, die dort haben und sowas. Ja, das ist schon sehr abgefahren. Da muss man sich aber drauf einlassen. Wer sagt hier, oh, ich möchte jetzt einen richtig schönen Robin Hood-Film sehen und oh mein Gott, die haben keine grünen Mützen hier mit diesen Spitzen, diese spitzen grünen Mützen mit der Feder dran auf und keine Strumpfhosen, ach, das gefällt mir schon gar nicht. Also der soll lieber nicht in den Film gehen, aber wer ein bisschen so abgefahrene Spaß-Action sehen will, was weiß ich, wer Death Race oder sowas ganz gut fand oder ja, das auch sowas nicht ganz so ernst nehmen kann, der ist mit dem Film, denke ich mal, ganz gut dran. Und ja, eben. Da hatten wir eigentlich das relativ gesagt, viel Spaß. Wenn ein moderneren Action-Robin Hood sehen möchte, der ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Also man sieht es auch in der Facebook-Gruppe, in der Metropusnik-Facebook-Gruppe. Es pendelt zwischen 0 Punkten und 9 Punkten. Also es ist so fast alles auch mal wieder dabei.
diesmal ist ja, sehe ich gerade, breit gefächert eigentlich. Beim letzten Mal war es ja so polarisierend, so entweder oder. Aber diesmal ist ja von 0 bis 9 sogar. 9 einige sogar. Einige haben. Ja, eben. Und es ist einige bei 9, aber ich glaube, das meiste spielt sich da auch wieder in der Mitte ab. Und da gehört auch, denke ich, im Endeffekt hin. Also auf jeden Fall ein alberner Film, der durchaus Spaß machen kann in der Sneak. Wenn ich die Wahl hätte, nochmal hier diesen hier Under the Silver Lake oder sowas oder den, dann lieber den. Da hat man wenigstens Spaß. Also ich meine, das ist eine Sneak. Da weißt du nicht, was dich erwartet. Dann kommt irgend so ein schweres Ding da, boah, richtig mitdenken musst. Ja eben. Das ist so wirklich, das ist so Popcorn-Kino. Ob ich den jetzt empfehlen würde für jemanden, der sagt, er will Samstagabend da irgendwie 14 Euro für den Film bezahlen und ins Kino gehen, da würde ich jetzt wahrscheinlich eher sagen, nee, also das ist der nicht wert. Aber so, wenn der irgendwie unter der Woche und es kommt nichts Besseres und dann kann man den durchaus mal gucken, wenn es dann preisgünstiger ist oder im Stream oder auf DVD Blu-ray sowieso, kann man den durchaus mal gucken und Spaß haben. Ja, wie gesagt, das ist halt so wirklich so Kingsman meets Robin Hood. Robin Hood. Und keine Strumpfhosen hier im Film, ne? Also war natürlich ein bisschen... weil bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher, nur du weißt ja, ich mochte den Mantel. Ach so, ja, den Mantel. Ja. Es gab ja auch mal eine Serie, kann ich mich erinnern, die habe ich geguckt. Und wenn ich mich jetzt muss ich mal hier in der IMDb gucken. Es gab mal eine Robin Hood-Serie, die lief ZDF oder so. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat er der Sohn von Sean Connery die Hauptrolle gespielt mit so langen Haaren, Jason Connery oder so. Warte mal, Robin Hood Show? Okay. Show-Serie? Nee. Ja, gut, aber es kommt eh nichts dran an Robin Hood von Disney, die Verfilmung. Robin Hood und Little John gingen im Wald spazieren. Jodel da, die Kinder, welch ein Tag. TV-Series. Hier, ich hab's gefunden. 1904. Guck, ich hab die Zeit überbrückt mit Musik. Ist das nicht total nett von mir? Aber das ist nicht die ich gesucht habe. Oder? Doch, Jason Connery. Oh, Jason Connery, tatsächlich. Doch, du bist gut. Hey, 1984 kam die Serie raus. Robin of Sherwood hieß die. Ich glaube, im Deutschen hieß die nur Robin Hood. Ich mich recht erinnere. Und, ach so, ja, weil ich gerade hier sehe, wie der Bogen schießt. Darauf achte ich auch mal ein bisschen. Also das ist völlig Bananen hier in dem Film. Da gab es, glaube ich, nur eine Szene, wo ich gedacht hätte, okay, der Pfeil könnte halbwegs den Bogen verlassen und ins Ziel kommen. aber die anderen, ey, boah, okay. Aber hey, es ist ein Actionfilm und ja. Ja, aber also wie gesagt, für mir die Robin Hood-Reihenfolge belegt, glaube ich, da Rang 4. Platz 1 ist Disney. Platz 2 ist Helden in Strumpfhosen. Da hat übrigens David Chappelle mitgespielt. Wenn du dich erinnerst. David Chappelle, der Komiker? David Chappelle. Und zwar Hachi. Gesundheit. Das weiß ich. Oh Mann. Oh, es gibt so viele Robin Hood-Verfilmungen, wenn ich das hier so sehe. Da kommt aber auch schon der Kevin Costner Robin Hood, weil den habe ich echt gute Erinnerungen. Ja, der war gut. Den fand ich auch gut. Weil der war für mich auch so zum ersten Mal wieder so ein bisschen so ein moderner Touch da drin. Ja, eben. Danach kommt dann, weil ich habe jetzt den Russell Crowe-Film damals gesehen, aber den fand ich nicht so. Den fand ich auch nicht so. Nee. Deswegen reiht er sich da eigentlich ein. Also geben wir beide 7 Punkte für Robin Hood 2018. Ja, wegen der guten Unterhaltung. 18. Einfach. Wegen der einfach extrem guten Unterhaltung. Ich sehe gerade, der hat 100 Millionen gekostet und bis jetzt noch nicht so wahnsinnig viel eingespielt. Da wird es wohl nichts mit einem Mehrteiler oder so. So, aber werfen wir einen Blick, was morgen eventuell in der Sneak kommen könnte. Wie lautet denn da dein Tipp? Der ultimative Tipp für morgen, für die Sneak-Nummer, ich habe schon wieder vergessen, welches, ich glaube 978 oder sowas müsste es dann sein. Kann das sein? Kommt das hin? Ja, hier steht 978. Ja, ich sage ja. Und der Tipp ist, wie der Vater, so der Sohn. Da gibt es bis jetzt zwei Antworten oder zwei mögliche Möglichkeiten. Der Bronco hat getippt Creed 2. Das war auch so mein erster Gedanke, weil ich gedacht hatte, ja. Könnte passen, weil Sylvester Stallone und sein Sohn oder sein Ziehsohn muss ja gegen den von
wie ist der damals? Ivan Drago, gegen den sein Sohn kämpfen. Jetzt muss ich mal kurz husten, ich schalte mich auch kurz auf Mute. Ja, ich erzähle inzwischen weiter. Also Creed 2 wäre eine Möglichkeit, anscheinend allerdings erst ab der 2. Januarwoche für Sneaks freigegeben. Sagt der Martin, aber der ist ja in Halle im Kino. Also im Osten ist das alles ein bisschen anders. Also wir kriegen die schon eher. Das interessiert uns auch nicht, was da hier im Osten für Reklame. Nee, Quatsch. Nee, kann sein. Stecke ich jetzt nicht drin. Aber der startet doch dann auch schon relativ zeitnah. Wenn er sagt, ab der 2. Januarwoche, der startet doch dann, glaube ich, schon in der 2. Januarwoche. Wer weiß. Aber würde, denke ich mal, am besten passen. So vom Tipp her jetzt. Also das wäre das, wo ich sagen würde, ja, Arsch auf Nachttopf, passt. Der zweite Tipp lautet Aquaman. Boah, da glaube ich nicht, dass der kommt. Also das ist ja, puh. Also so ein, das ist ja hier AAA-Titel. Wüsste ich jetzt nicht. Ja, warum denn nicht? Und wann startet der? Aber da ist auch so, da ist eher, weiß auch nicht, ist da bei Aquaman ist doch die Mama ist doch aus. aus der Unterwasserwelt. Da bin ich nicht so sattelfest. Ja, eigentlich. Wer da aus welcher Unterwasserwelt? Was ich extrem cool fände, also ich hätte tatsächlich noch zwei Ideen. Aber ich weiß nicht, ob ich das laut sagen darf. Nachher heißt es, oh, Insiderwissen oder sowas. Achso, du weißt diesmal ja auch nicht, oder? Nee, ich weiß deswegen es nicht. Mitraten, ne? Also ich weiß es wirklich nicht, aber ich würde einfach mal aus Spaß an der Freude würde ich einfach mal noch Mary Poppins Rückkehr in den Ring werfen. Weil, na, sie kommt ja zu den Kids von damals. Ja. Ach so. Einfach. Okay, ja, ne, ich kenne die Story nicht so. von dem neuen. Okay. Ja, aber sie kommt auf jeden Fall zu den Kindern, wo sie vorher war, 20 Jahre später. Mhm. Und was ich halt mega cool fände, wäre Chaos im Netz, also Ralf reicht's 2. Also ja, Ralph breaks the Internet. Aber das hat leider nicht mit Vater zu tun, deswegen ist es ein bisschen schade. Ja, aber das fände ich mega. Auf jeden Fall. Wir müssen ja dazu. Sag, was hast du noch? Ja, das waren ja die zwei, die hier drin stehen. Ja, was hast du selber für Tipps noch? Hast du keine Tipps, Mensch, Erik? Nee, weil ich hätte auch gedacht, Creed 2. Ich hatte ja noch irgendwie im Kino überlegt gehabt, Bumblebee eventuell. Da weiß ich halt nicht, ob es das irgendwas mit Vater und Sohn zu tun hat. Weil für die Hörer, ach so, wir haben gar nicht erwähnt, das ist diesmal eine Originalversion. Und das sind dann meistens nicht so die ganz kleinen arthausigen Filme, die dann als OV gezeigt werden. Das sind dann meistens schon ein bisschen größere. Deswegen denken wir gerade ein bisschen in größeren Kategorien. Ja, natürlich. Immer. Ja, ansonsten, also ich hatte spontan ja auch Creed gedacht. Aber, und jetzt scrolle ich hier gerade mal so ein bisschen durch, was da noch so anläuft. Aber das andere passt alles nicht so richtig so auf wie der Vater, so der Sohn. Sei denn der alte Heinz-Rühmann-Film kommt nochmal ins Kino. Bei Glas hat auch nichts mit Vater und Sohn zu tun, oder? Oh, nö. Nee, da habe ich keine. Sehen wir dann morgen, was da kommt. Genau. Und dann werden wir jetzt doch gleich mal, also da wir jetzt keine gesehenen Filme haben, ja, mal kurz einen Trailer besprechen. Nämlich der Trailer heißt Killing God. Liebe deinen Nächsten. Und ich habe für den hier in unserem Dokument, wo wir alle drauf zugreifen als Sendungsvorbereitung, habe ich noch eine kleine Anmerkung dazu geschrieben für einen Chris. Da steht nämlich drin, abgefahrener spanischer Film. Und ja, das trifft's. Ja. In dem Film, der startet am 27.12. in Deutschland, geht es darum, dass sich in so einem, ja, in so einer kleinen Berghütte, in so einem irgendwas da, treffen sich so ein paar Leute, ein paar Freunde zu so einem gemeinsamen Essen. Und also beginnt quasi so wie der Vorname oder sowas. Hier geht es allerdings in eine andere Richtung, sondern da taucht plötzlich so ein kleiner Hobbit da auf mit so einer Kapuze. Und der sich erstmal überhaupt nicht das Gesicht zeigt. Und der sagt denen, er ist Gott.
Und übrigens, ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Wenn die Sonne aufgeht, wird die ganze Menschheit ausgelöscht sein. Aber ich habe eine gute Nachricht. Ihr werdet überleben und ihr dürft noch zwei Menschen zusätzlich bestimmen, die auch noch die ganze Menschheitsausrottung überleben werden. Also haben jetzt diese vier chaotischen Personen haben plötzlich die Macht über Leben und Tod und ja, fangen dann an mit so Diskussionen, die jetzt im Trailer mal kurz angerissen werden. Aber ja, das nimmt schon irgendwie irrwitzige Züge an, oder? Du hast es ja auch gesehen. Ja, ziemlich. Ziemlich. Eine ziemlich interessante Richtung, in der der Film wohl abbiegt. Also. Aber gut. Würde ich fast sagen, der Film ist gutes Sneak-Material. Den würde ich mir, glaube ich, in der Sneak gerne mal angucken. Weil der ist jetzt nicht so groß. Der ist von diesem Farbfilmverleih, heißt der. Da hatten wir auch schon einiges in der Sneak-Preview. Und klingt irgendwie interessant und abgefahren. Deswegen, ja, würde ich mich freuen, wenn wir den vielleicht in der Sneak bekommen und dann mal ausführlicher besprechen können. Das war schräg auf jeden Fall. Der Trailer sieht schon relativ schräg aus, ja. Aber okay. Jetzt warten wir mal ab. Liebe Killing God heißt der im Original, also nicht im spanischen Original, sondern Killing God, Liebe deinen Nächsten ist der deutsche Zusatztitel. Jo. Also, eventuell wäre das was für die Sneak Preview, aber jetzt gucken wir erstmal, was hier regulär anläuft. Achso, ein kleiner Hinweis für die Trailer, falls ihr, geschätzte Hörer, irgendeinen coolen Trailer entdeckt, wo ihr sagt, Mensch, hat der Kinocast überhaupt noch nicht erwähnt oder der startet bald, da sieht der Trailer richtig cool aus, weil ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, ich komme zurzeit kaum zum Trailer schauen, dadurch, dass bei uns in der Sneak Preview auch keine Trailer laufen, das heißt nur manchmal läuft was und normal ins Kino komme ich sehr selten, deswegen, ich gucke zwar immer so diverse YouTube-Trailer-Kanäle, aber da geht mir vielleicht auch manche Sachen ein bisschen durch die Lappen. Deswegen einfach auf Twitter, einfach @Kinocast, mir mal einen Link schicken zu einem coolen Trailer und vielleicht besprechen wir den dann mal. Ja, jetzt werfen wir doch mal einen Blick, was diese Woche neu anläuft und was in den Charts ist in Stuttgart. Kinocharts und Neustarts. So, in den Charts, da beginnen wir mal mit Platz 10, da gibt es 25 km/h. Platz 9 ist der Aufbruch zum Mond. Platz 8 immer noch Johnny English. Man lebt nur dreimal. Platz 7. Hält sich hartnäckig, ne? Ja. Platz 7 nur ein kleiner Gefallen. Platz 6 Night School. Platz 5 der Nussknacker und die vier Reiche. Platz 4 Verschwörung. Platz 3 Bohemian Rhapsody. Platz 2 der Grinch. Und Platz 1 immer noch die fantastischen Tierwesen mit Grindelwalds Verbrechen. Guck gerade mal, was in den USA. In den USA ist der neue Ralph Breaks the Internet auf Platz 1. Ja. Ja, den Grinch. Möchte ich aber auch echt unbedingt sehen. Also. Ja, diesmal haben deswegen sie ja noch. Diesmal haben sie ja noch ein bisschen mehr so echte Lizenzreferenzen drin, also mit Super Mario und sowas. Brutalst, ja. Und Disney nimmt sich ja voll auch selbst aufs Korn. Also sieht man ja im Trailer schon. Bist du das und das? Oh, du bist eine Prinzessin. Ja. Echt cool. Deswegen. Echt cool. Naja, mal sehen, ob dann das Mädchen auch bei der Disney-Prinzessin-Parade im Disneyland mal auftreten darf. Platz 2 ist in den USA der Grinch, Platz 3 Creed 2 und so. Ist da noch irgendwas Interessantes? Nö. Robin Hood auf Platz 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Platz 8. 21 Millionen eingespielt in den USA. Reicht noch nicht. Ist das Heu noch nicht drin. So. Dann springen wir doch gleich mal weiter in den Bereich mit den Serien. Serien. Ich habe angefangen, eine Serie zu gucken, von der ich sehr, sehr angenehm überrascht bin. Die Serie heißt, Achtung, Bodyguard. Jeder hat natürlich dieses, ja, Whitney Houston. Ich habe das Musical auch gesehen.
Okay, ja, Musical, da, das ist nichts für mich. ja, Bodyguard. Ich habe zuerst wirklich immer, wenn ich Bodyguard höre, denke ich so an Whitney Houston, die da so jammert, und dann den Film mit Kevin Costner. Und den habe ich irgendwie einmal gesehen, damals, um ihn gesehen zu haben, weil irgendwie hat ihn jeder gesehen damals. Und das war es dann auch. Mehr muss ich da nicht, und das ist nicht mein Thema. Und das ist, ja. Und als dann die Serie Bodyguard bei uns in der Liste stand, in der Hausaufgabenliste, für Fortsetzung folgt, habe ich gedacht, oh nee, ey, jetzt guckst du dir so ein Schmachtfetzen, gibt es jetzt auch noch als Serien. positiv überrascht bin ich. Aber denn zum einen ist es eine britische Serie, und das hat überhaupt nicht das geht überhaupt nicht um dasselbe wie im Film da. Also ich dachte ja, die haben den Film zur Serie gemacht. Sondern wir lernen einen jungen Mann kennen, der ist Police Sergeant, der David Bade heißt der, mit Doppel-D, nicht mit Doppel-T. Könnte zu Verwirrung führen. Der wird gespielt von Richard Madden, und der ist in so einer Spezialeinheit, Metropolitan Police Royalty and Specialist Protection Branch, RASP, quasi so der Secret Service, um es mal so zu übersetzen, ja. Also die Personenschützer auch, die wichtige Politiker, Ich dachte, du wolltest irgendwas sagen oder so. Alles gut. Genau, also die wichtige Person schützen. Und der hat am Anfang eine extrem starke Szene, schon im Pilotfilm. Also mir hat der Pilotfilm schon von der Art her, wie es gedreht ist und wie der, was der für eine Stimmung aufgebaut hat, hat mich die Pilotfolge schon wirklich nach wenigen Minuten schon mit reingenommen, obwohl da noch nichts passiert ist. Der Anfang spielt sich in so einem Zug ab, wo wirklich eine Terrorgefahr sich Stück für Stück aufbaut. Und da hat mich die Serie schon voll reingezogen. Und dann lernen wir eben diesen David Budd kennen, der eine neue Person zugeteilt bekommt, die er beschützen muss, nämlich so eine Ministerin. Ich weiß gerade nicht, welchen Titel die hat. Und die Ministerin, die lehnt sich sehr, sehr weit aus dem Fenster im Bezug auf, ja, Islam und Terroristen und sonst was alles. Also die nimmt doch kein Blatt vor den Mund und ist da wirklich sehr rechts eingestellt, würde ich mal sagen. Und ist auch ständig in irgendwelchen Talkshows, wo sie da ihre Sachen vom Stab lässt. Und er war selbst auch im Krieg gewesen in Afghanistan, hat er auch mehrere Touren gemacht für die US Army. Hat er auch ein Kriegstrauma mitgebracht. Geht auch manchmal zu so einer Selbsthilfegruppe, wo noch ein paar andere von seiner Einheit sind. Und aus dem Grund durfte er auch nicht mehr an seinem bisherigen Beruf arbeiten, also aber als Personenschützer geht das halt noch, da kann er halt noch weiterarbeiten. Und er stimmt in vielen Dingen überhaupt nicht mit der Einschätzung von dieser Ministerin auch überein und muss sie aber trotzdem beschützen. Und das ist so gut gemacht. Und da sind natürlich ständig irgendwelche Gefahren, die dann lauern, und es ist passiert auch ganz viel und ganz viel Action. Und ich mochte es sehr stark, die Art, wie es gespielt ist. Ich habe es im Original geguckt. Ich hatte es, die eine Folge ist mal plötzlich auf meinem iPad irgendwie gestartet und war auf Deutsch. Habe ich gedacht, ach, hörst du mal an, wie es auf Deutsch ist? Und das passt nicht richtig. Weil der hat so ein richtig schönes Englisch, was der spricht, so eine ganz bestimmte Art. Und das ist einfach herrlich, wenn man dem zuhört. Das passt auch total zu ihm. Und die Synchro passt da nicht. Und hat mir echt gut gefallen. Ich habe es jetzt noch nicht durchgeguckt, die erste Staffel. Da gibt es ja irgendwie auf Netflix, ist glaube ich, gibt es da, ich glaube, 6 Folgen hatte ich mir jetzt erstmal runtergeladen gehabt. Und die ersten 4 habe ich jetzt schon geschaut. Es gefällt mir immer besser. Und ich werde es auch zu Ende schauen. Mal als kleiner Tipp hier am Rande. Bodyguard. Und Chris, nach dem, was du jetzt gehört hast, wäre das was für dich, die Serie Bodyguard? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, also vielleicht mal reingucken, wobei ich auch gestehen muss, ich habe gerade jetzt angefangen mit Prinz von Bel-Air auf Netflix. Ganz, ganz neu, und, ne? Ja, aber das ist halt ein absoluter Klassiker, ja. Und das geht halt auch immer. Und gute Laune. Es ist einfach geil, es ist einfach so witzig. Vor allem, wenn man dann sieht, was alles von den Sachen jetzt schon in die Popkultur Einzug gehalten hat, von den Dingen, die damals passiert sind, ne? Irgendwie. Ja, eben. Irgendwelche Sprüche oder irgendwelche Bewegungen oder sowas.
Und das siehst du heutzutage in irgendwelchen Memes oder irgendwas wieder. Herrlich. Eben, ja. Ja, cool. Wo gibt's das? Netflix, hast du gesagt. Netflix, ja. Netflix hat das. Ja, kann man ja auch mal gucken. Ich kann auch eine App empfehlen, die heißt Upflix, war's, glaube ich, warte mal. Ja, Upflix. Ich weiß nicht, ob es die auf Android gibt. Ich habe die auf dem iPhone. Da kommt immer jedes Mal, wenn neue Dinge bei Netflix erscheinen, kriegt man dann immer eine Meldung. Ne? Wenn man es eingestellt hat, dann kriegt man so eine Notification. Das ist zum Beispiel ein Film neu, der heißt Battle oder Crossroads, tödliche Begegnung. Bridge of Spies gibt es jetzt neu, den Film. Sehr empfehlenswert. Und Deadpool gibt es jetzt auch. Deadpool. Ja. Und Stealth, Under the Radar. Okay. Monuments Man gibt's auch. Hey, haben richtig viele Filme jetzt neu hochgeladen. Hey, hey. Ah, ich hab auch noch was geguckt. Stimmt, auf Netflix, wenn wir einmal bei dem Thema sind. Ich gucke ja zurzeit gerade auch viele Stand-Up-Comedy-Shows, die auf Netflix sind. Weil das ist irgendwie echt cool, weil die haben die original amerikanischen Stand-Up-Programme auch mit deutschen Untertiteln, weil manche sind ja doch etwas schwieriger zu verstehen, gerade wenn die so extrem Dialekt sprechen. Da habe ich mir jetzt, der ist gut zu verstehen, da brauchte ich keine Untertitel, von Ricky Gervais das angeschaut. Boah, saugeil. Lohnt so, sich das also? So geil. Hä? Ja, lohnt sich also scheinbar. Muss das lohnt sich, da gibt es noch mehr, da gibt es, was weiß ich, Dave Chappelle, was hatte ich noch geguckt? Judah Friedlander, oh, großartig. Judah Friedlander, auch so gut gedreht. Herrlich. Okay, also ja, da, Chappelle ist. Die haben ja da so ein bisschen so eine kleine Heimat gefunden, diese ganzen Stand-Up-Programme bei Netflix. Und das finde ich echt gut, also richtig, kann man sich mal gucken. Gerade so schön, wenn man irgendwie unterwegs ist, irgendwie eine langweilige Zugfahrt. Und man muss bloß aufpassen, na, ich musste da ein paar Mal so übelst lachen. Na, wirst ja von den anderen Leuten angeguckt, als wärst du ein bisschen plemplem da. Wenn du da im Zug sitzt. Das bin ich aber schon gewohnt, also von daher. Ja, eben, sag ja das nochmal. Das ist immer noch besser, als ich mal im Flugzeug mal irgendwie auf dem iPad Game of Thrones geschaut habe und dann irgendwie ein völlig verstörte Gesicht hinter mir geblickt habe, weil da gerade irgendwelche Szenen waren. Naja. Okay, ja, das war's so mit den Netflix-Empfehlungen. Hat man nur Netflix, Mensch, wir sollten langsam mal irgendwie Geld von denen bekommen. Also das ist unbezahlte Werbung, muss man heutzutage immer dazu sagen. Natürlich, unbezahlt. Hashtag unbezahlt. Kriegen leider Werbung. Kein Geld. Die Cage spielt Battlefield 5, ist ja interessant. Steht nein, hier, steht hier im Dokument drin. Das ist, ist das neu von dir? Falsch, ist das neu? Wenn man es einträgt, ja. Das warte mal, dann starte ich den Jingle. Games. So, erzähl mal, wie die Kate Battlefield spielt. Wie stellst du dich an? Natürlich überhaupt gar nicht. Nein, ich spiele jetzt Battlefield 5. Ich habe es jetzt tatsächlich, das habe ich mal geschafft, mich aufzuraffen und das auch mal zu machen und zu testen und reinzuschauen. Und es ist sehr cool. Also klar, Zweiter Weltkrieg ist jetzt nicht so unbedingt das beste Szenario ever. Das habe ich aber, glaube ich, in einer der vorherigen Sendungen schon weit und breit erklärt. Was ich echt cool finde, was mir aufgefallen ist im Gameplay, also klar, grafisch ist es top inzwischen, auch vom Zerstörungsfaktor der Map ist es cool, je nachdem, wie du das machst. Es ist mehr auf Teamplay ausgelegt, also früher war es ja immer so, man rennt, oder es war ganz arg oft so, man rennt durch, man flippt aus, man macht hier, was macht was weiß ich was, alles Mögliche und so. Und jetzt ist wirklich Teamplay angesagt und Kopf unten lassen erstmal. Wirklich zusammenarbeiten, sich gegenseitig Deckung geben. Das, ja, wie gesagt, ist sehr cool. Also es macht wirklich Spaß, auch wenn ich die ganze Zeit eigentlich nur auf die Fresse kriege. Und habe auch immer noch die beschissensten Waffen eigentlich auch noch habe. Aber so ist halt am Anfang. Da muss man sich auch durchbeißen. Und bisher, wie gesagt, ich hoffe noch, dass ich mal jetzt die Leute, wegen denen ich es auch gekauft habe, dass man die jetzt mal zum Aktivieren bekommt, dass man auch zusammenspielen kann und sich dann auch wirklich die Deckung und alles geben kann. Weil manchmal hast du halt wirklich noch so Mitspieler, die dann munter drauf losrennen einfach und du denkst dir nur so, Junge, du hast keine Chance und dann bist du mit dem Squad und kommst nicht raus. Und also ich, wie gesagt, hatte das auch.
Aber bin dann gewechselt in ein anderes Squad und die haben wirklich zusammengearbeitet. Und das war einfach der Wahnsinn. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war, ja, absolut großartig. Bist du jetzt in einem Team drin, ja? Musst du mal regelmäßig Matches machen, oder? Nein, um Gottes Willen. Wir haben nur zusammen im Freundeskreis so beschlossen, so, hey, wir holen uns das. Übelster Absturz jetzt. Nächtelang nur spielen hier, völlig rot geerdet aus. Aus dem Zeitalter bin ich völlig raus. Ja. Naja, cool. Ja. Battlefield 5. Ja, mal gucken. Gibt's ja auch für den PC, ne? Ja. Ich spiel's am PC, ja. Achso, hast du auch schon für eine neue Grafikkarte hier, die da. So eine Echtzeit-Raytracing. Ja, nee. Nee. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Nee. Ja, ich hänge ja immer noch bei, was heißt hängen? Ich spiele immer noch Fallout 76. Ich glaube, ja, ich immer mehr verreißen, das Spiel, das ist ja echt krass. Das ist mir egal. Ich habe auch, ich war ja am Samstag, also gestern, in dem Games-Laden meines Vertrauens und habe ich mich auch mit Sebastian ein bisschen drüber unterhalten und der kriegt das ja auch so ein bisschen mit. Er sagt, ja, es gibt einige, also wenige, denen es richtig gut gefällt. Und es gibt dann wiederum andere, die dann irgendwie rumspeckern. Das sind aber, was er meinte, sind halt welche, die irgendwie falsche Erwartungen hatten. Ich wusste eigentlich von Anfang an, was mich da erwarten wird. Ja, also ich habe jetzt nicht ein Fallout 4 bloß jetzt halt online erwartet. Also mit einer kompletten Story und allem Pipapo. Sondern ich habe ja von vornherein gewusst, worauf ich mich einlasse. Und mir gefällt es eigentlich. Ich glaube aber, ich brauche trotzdem langsam mal Hilfe. Weil, nachdem ich die letzte Mission wirklich... Also ich gebe es dazu, mit viel Glück hab ich die geschafft. Also da war echt viel Glück dabei. Und ja, ich glaube aber die nächsten Sachen, also wenn die genauso knackig wären und das wird ja nicht leichter, dann wäre ich wohl doch mal irgendwie ein bisschen Hilfe brauchen. Ich werde jetzt aber erstmal, es gibt übermorgen am 4.12. gibt es ein Update. Okay. Da werden so Sachen gefixt, zum Beispiel... Hat dann die Lagerkiste mehr Speicherplatz, Speichermöglichkeit und alles Mögliche. Ja, das werde ich nochmal abwarten. Weil ich habe gerade das Gefühl, bei mir draußen wird irgendwo jemand abgestochen. Ja. Das ist ziemliches Geschrei. Gegenüber vom Gefängnis kann sowas passieren da? Nee, nicht vom Gefängnis aus, das ist eine andere Richtung. Okay. Ich sitze ja zur anderen Richtung. Okay. Jo, naja, jetzt du, wenn du jetzt bei Fallout, dann könntest du jetzt günstig das erwerben. Das gibt es ja jetzt günstig. Ja? Ja. Ja, das haben sie doch jetzt preislich gesenkt, kostet doch irgendwie nur noch der Hälfte oder so. Ja, na, weil sich's ja nicht so gut verkauft hat und durch die schlechten Kritiken und so. Aber es lohnt sich trotzdem. Ja, nein. Ach, bei das Boot. Wie gesagt, ich habe ja immer noch Red Dead Redemption, wobei ich da jetzt gerade sehr frustriert bin. Wirklich sehr, sehr frustriert bin, weil mein Charakter erkrankt ist. Passiert bei Fallout auch manchmal, kriegst du Sumpfkratzer oder irgend sowas. Ja, aber er ist halt wirklich erkrankt und mit einer Krankheit, ich verrate natürlich jetzt nichts, nur ich unheilbar. Weiß, von meinem Wissen her weiß ich auch, hat also er fällt auch mal vom Pferd Mountain? Jetzt und so. Nein, nichts Brokeback Mountain, nein, nicht wie Brokeback Mountain, anders. Nur ich weiß halt, dass er das Heilmittel es zu dieser Zeit noch nicht gab. Also die Krankheit war bekannt, aber es gab noch kein Heilmittel. Das heißt, das war's dann. Das Ende ist absehbar. Ja, das Ende ist absehbar und das frustriert mich gerade so ein bisschen, weil... Also Fallout 76. Dann als nächstes, ne? Nein, ich habe tatsächlich, das nächste Spiel liegt tatsächlich auch schon bereit. Ach so. Das habe ich in der Cyber Monday-Woche jetzt bei Amazon mir rausgelassen. Das ist das Spider-Man-Spiel, das neue für die PS4. Ach, das hast du noch gar nicht. Ich dachte, du bist da einer der Ersten, der sich das holt. Nee, ich habe jetzt gewartet und habe es dann für 40 Euro bekommen. Und das finde ich ist ein fairer Preis. Cool. Deswegen, cool. Also das nächste liegt ja schon bereit. Ich habe das ja auf der Gamescom. Ich finde das extrem gut. Also wenn ich eine Playstation hätte, hätte ich mir das wahrscheinlich auch geholt. Das sah echt cool aus. Auch so dieses Open-Worldige, dass du da überall rumschwingen kannst und so, ne? Ja, eben. Das, also wie gesagt, bin ich mal gespannt, was das so zu bieten hat. Aber das braucht man, glaube ich, noch ein bisschen. Ich glaube, das weiß gar nicht, ob ich es dieses Jahr noch anspielen werde, weil ich will jetzt erstmal Red Dead Redemption fertig haben. Ja. Sonst komme ich durcheinander auch mit der Steuerung. Ja, fang euch mal Fallout an. Kann es sein, dass du jemanden brauchst? Ich brauche mal jemanden.
Genau. Tja. Ja, mal sehen. Ja, das war's zum Thema Games. Ich glaube hier, ich weiß gar nicht, wenn wir so viele Hörer haben, vielleicht kann das mal jemand schreiben oder so in den Kommentaren. Da sind wir auch schon beim Thema Briefkasten. Briefkasten. Denn zum einen der Hinweis auf unser Adventskalender-Gewinnspiel. Also wer es noch nicht gesehen hat, wenn ihr uns vielleicht nur über Spotify hört oder über, ja, weiß nicht, was sonst noch so gibt, dann schaut doch ruhig mal auf kinocast.net vorbei. Da gibt es jetzt einen Adventskalender. Da ist jeden Tag ein Bild aus einem Film von 2018 oder zumindest ein Film, den wir hier in der Sendung in 2018 besprochen haben, also in unseren Ausgaben. Das heißt, das können auch manchmal so ältere Filme sein, die vielleicht noch letztes Jahr rausgekommen sind oder vielleicht noch früher, die wir irgendwie als Blu-ray geschaut haben. Das kann sein. Das heißt, am besten aufmerksam hören oder einfach mal nochmal durchklicken durch die Sendungsbeiträge. Da stehen ja auch immer die Filme drin, die wir besprochen haben. Jo. Und dann einfach einen Kommentar schreiben. Die sind am Anfang noch nicht freigeschaltet. Die werden dann erst abends freigeschaltet und die Punkte dann zusammengerechnet. Und dann verlosen wir zum einen zwischendurch immer mal ein paar Preise und zum anderen auch am Ende gewinnen natürlich die meisten Sachen richtig gehabt haben. Und wir verlosen unter allen anderen noch ein bisschen was. Also wir haben einiges hier, eine riesen Preisekiste. Viele, viele Blu-Rays, DVDs, ja, Kinosachen, Buttons von Hotel Transylvanien 3 zum Beispiel, habe ich vorhin gerade gesehen. Also beteiligt euch da, macht da mit. Es haben bis jetzt schon viele mitgemacht. Also ich habe vorhin gerade, während wir die Sendung machen, habe ich gerade die Auflösung für das vom zweiten Türchen gemacht. Denn das machen wir immer so gegen 19 Uhr. War jetzt schon ein bisschen drüber mit der Zeit. Und da war es nämlich der Film Solo, A Star Wars Story. Und da bin ich gerade am Überlegen, kann ich dich jetzt mal als neutrale Instanz fragen. Was denn? Neutrale Instanz, ja. Ich feiere, dass ich die ersten beiden richtig hatte. Ich mache ja nicht mit. Ich möchte ja nicht irgendwie auch hier wieder nichts reinkommen, von wegen so, oh, aber das ist ja abgesprochen und kein Wunder hat. Nee, das mache nur ich. Also da hat keiner Einblick. Da weiß ich selber manchmal noch nicht mal, was ich. Das ging mir letztes Jahr so. Da habe ich irgendeinen Screenshot genommen und ich muss ja die Bildnamen, habe ich am Anfang, habe ich die Filmnamen bei mir als Bildnamen, ne? Und das muss ich ja dann ändern, wenn ich das Bild bei mir hochlade. Nicht, dass jemand einfach Rechtsklick macht, Properties und sieht dann, ah, das Bild heißt Star Wars, okay. Das ist natürlich auch geil. Deswegen benenne ich die alle um. Und da wusste ich dann selber nicht mehr, was der eine Film richtig war. Und dann war ich froh, dass viele das richtig getippt haben. Das ist mir wieder eingefallen, ja. Ja, diesmal möchte ich hier vielleicht, es war ja Solo a Star Wars Story. Das ist ja der korrekte Titel. Und hier hat einer Star Wars nur geschrieben. Also ich meine, hier haben auch welche nur Solo geschrieben. Das würde ich, glaube ich, noch gelten lassen. Aber Solo, ja, aber Star Wars ist es nicht. Ja, er hat jemand nur Star Wars geschrieben. Wen reite ich denn da gerade rein? Jetzt guck mal. Der heißt der Jan. Der Jan. Oh. Hat nur Star Wars geschrieben. Ich glaube, das ist, ja, das kann ja alles Mögliche sein. Ich meine, das, also, das, ich würde es auch nicht gelten lassen, ja. Ich mache nachher die Auswertung. Also, lass mal nicht gelten. Wir sind da dahingehend kritisch. Gestern haben Der Jan M., da hat er zweimal geschrieben. Ja, der hat zweimal falsch geschrieben, ne? Oder hat er noch zweimal einen? Star Wars falsch. Ja. Das ist ja traurig. Ja. Nein, um Gottes Willen. Das ist halt schade. Also, aber es ist nicht Star Wars. Star Wars ist ein gänzlich anderer Film. Der hat einmal um 13.48 Uhr und einmal um 18.58 Uhr. Ja, nee, also nur Star Wars kann ich da nicht gelten lassen, leider. Nee, Star Wars ist auch ein ganz anderer Film. Ja. Also Star Wars Episode 4 ist ja der Star Wars eigentlich. Ja, also können wir nicht gelten lassen. Paddington haben gestern ein paar Leute falsch geschrieben gehabt, habe ich gelten lassen. Ja. Zumindest, wo halbwegs der Klang erkennbar war von Paddington. Ja, aber es wird natürlich nicht einfacher, es wird schwerer. Es sind auch ein paar echt schwere Sachen dabei, wirklich diesmal. Also, weil beim letzten Mal habe ich gesagt, alles richtig gehabt, das darf diesmal nicht passieren. Jo, ja. Dahingehend mitmachen, kinocast.net, demnächst auch auf HTTPS, da sind wir gerade dabei, das umzustellen, weil da auch schon ein paar Anregungen kamen. Und ja, was haben wir hier? Achso, gab es irgendwelches Feedback zur letzten Sendung? Ich glaube, momentan sind alle hier
mit Adventskalender beschäftigt. Da guckt hier gar keiner so richtig rein, aber ich schaue trotzdem mal. Nee, Quatsch. Ach so, es läuft übrigens auch noch ein Gewinnspiel für eine Blu-ray von What the Waters Left Behind. Läuft noch bis zum 10. Dezember, also könnt ihr noch mitmachen. Auch auf kinocast.net sehe ich gerade beim Durchscrollen. Und zu Under the Silver Lake, Bohemian Rhapsody und What the Waters Left Behind und Beat gab es leider null Kommentare. Wahrscheinlich sind alle jetzt so ein bisschen auf den Adventskalender fokussiert. Das kann ja sein. Ja, wenn da nichts kommt, dann packen wir es halt als Adventskalendergeschenk mit rein. Nee, da haben ja welche mitgemacht. Bei What the Waters Left Behind. Also bei dem Gewinnspiel, da haben jetzt schon irgendwie 50 Leute mitgemacht oder so. Nehmen alles zurück. Das passt, aber es waren keine Kommentare zur letzten Folge. Eigentlich. Ja. Ja, mal gucken, ob jemand wenigstens hier unsere Amazon Affiliate Links genutzt hat. Mal schauen. Harry Potter, das Buch der Zauberstäbe. Ein gebundenes Buch. Über Zauberstäbe, wahrscheinlich, weiß nicht. Sehe ich hier nicht. Kingdom Hearts. Das ist doch ein Spiel, glaube ich. Für die PlayStation 2. Aha. Oh. Ja. Oh, kostet immer noch 34 Euro. Boah. Gran Turismo 4 Platinum. Auch für die PlayStation 2. Hat wahrscheinlich jemand seine alte PS2 rausgekramt. Dann, was? Ach, hier. Was ist das? Barbecue. Hähnchenschenkelhalter. Ach Gottchen. Okay. Das ist ein, ja, wie der Name sagt, ein Hähnchenschenkelhalter. Wo du die Dinger dann so wahrscheinlich in, steht hier als Grillzubehör, ich weiß nicht, kannst du glaube ich dann in den Ofen reintun, wo dann halt ja, die... Ja, das tut man, klar. Achso, du kennst das. Na, ich sehe, ich habe es gerade aufgerufen, ich guck's mir gerade an. Ich versuch's ja gerade... 12 Hähnchenschenkel gleichzeitig. Für die Hörer zu beschreiben, die hängt man dann so rein und ist unten drunter so ein Blech, wo das abgetropfte Fett dann aufgesammelt wird. Ja. Das ist quasi sowas wie der Bräulerwagen, der hier immer rumfährt, in kleinen... Genau, aber kann man tatsächlich einen Grill reinschmeißen. Hier steht auf Gasgrills und Holzkohlegrills in Kombination mit dem Dome. Dann ja. Adidas EQT Support ADV Winter. Was ist das? Ah, Schuhe. Laufschuhe für den Winter. Fitnessschuhe. Okay. Viel Spaß damit bei den Temperaturen und so. Ein DVD-Brenner, der ist so flach. Ich glaube, das ist so zum Einbau in ein Notebook oder so. Ah, so, was haben wir hier? Ein Pokéball Plus. Da hat jemand einen Pokéball bestellt für, ich glaube, für Nintendo Switch ist das, für dieses Spiel hier, für dieses Pokémon hier, was das Neue, was da gibt. Geflügelmanschettenpapier. Was ist das? Ach, das ist für so Beinchen, wo man dann, was man manchmal im Fernsehen sieht, wenn die einen Truthahn machen, wo dann die Füße so eine Papier, wie so ein Hut aufhaben. Weißt du, was ich meine? Ah, okay. So was. Wusste ja, was es alles so einzeln zu kaufen gibt hier. Krass. Und ein Hasbro-Spiel, Bob It. Kinderspiel. Bob It. Worum geht's da? Da musst du so ein Ding auf so ein Ding draufhauen, glaube ich. Nee, das sieht aus wie eine Trompete. Das neue Bob It kommt neben seinen Grundkommandos drehen, ziehen oder drücken mit 10 neuen Kommandos klopfen, rangehen, hämmern, Selfie, singen oder peitschen. Puh, was ist das für ein Spiel? Wer Bobbit nicht kennt, hat den Trend verpennt. Okay. Glückwunsch, Erik, du hast den Trend verpennt. Das temporeiche Reaktionsspiel, bei dem es auf Geschwindigkeit, Konzentration und Reaktion ankommt, setzt mit Bobbit Moves noch eins drauf. Ich nehme mal an, man muss da dieses trompetenartige Ding nehmen. Und dann bekommt man eine Aufforderung, dann muss man ganz schnell irgendwas machen halt. Selfie, dann muss man es halt ganz schnell drehen und dann weitergeben an den nächsten, schätze ich mal. Das ist. Stimmt. Ja. Kenne ich nicht. Hab den Trend. Ja, wenn du Kinder hättest, würdest du es vielleicht kennen. Moment. Will keiner. Hat bis jetzt noch keiner geäußert. Da werde ich nachher meine Tochter mal fragen, du sag mal, kennst du Bobbit? Und wenn sie sagt, nee, was? Was, das kennst du nicht? Du bist ja voll hinten dran, sagst du, ey. Jetzt weiß ich, was du zu Weihnachten bekommst. Du bist ja voll hinten dran, ey. Ja. Als wir im Hotel waren, haben wir durchgezappt und da lief RTL 2. Da lief gerade Bruder vor Luder. Der Film mit den Lochis. Und, ach du Gott. Die fand sie ja mal gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Die fand sie ja mal gut vor einigen Jahren. Ne?
Da habe ich gesagt, du, hier kommt der Film. Nee, jetzt gucke ich nicht mehr. Ich, ah, okay. Find's auch nicht mehr gut. Also will's auch gar nicht überhaupt. Also krass. Ja, und dann haben wir doch Pro7 laufen gehabt. Hier. Doch noch Hoffnung. Duell, doch noch Hoffnung für Duell die um die Welt. Generation. Da war der Legat mit dabei. Hast du es gesehen? Was? Nein. Duell um die Welt? Aber das Prinzip kennst du, ne? Wo die sich in der Vergangenheit immer so Aufgaben gestellt haben. Und jetzt haben sie ja so eine Prominenten-Edition. Da müssen die quasi nicht mehr selber ran, sondern können sich einen Prominenten aussuchen, der das macht. Und da haben sie Legat nach England geschickt. Und da gibt es so eine ganz verrückte Tradition. Da ist so ein ganz steiler Hang und da rollen die so einen Käse runter. Und dann rennen die quasi um die Wette mit diesem Käse, der da runterrollt, den Hang. Und wer halt unten zuerst ankommt oder wer den Käse findet. Ja, und da haben sie gesagt, er soll mitmachen und er soll gewinnen. Und er guckt sich das dann an und sieht dann so, wie die Leute wirklich völlig, wie sie so in die Luft wirbelt, wie die sich alles brechen und so. Und dann war da so ein Asiate, der da mitgemacht hat, der hat wirklich ein paar Mal in der Luft und richtig weit hoch und ist dann irgendwie völlig leblos liegen geblieben. Den mussten sie erstmal wieder, hat er nicht gemacht, hat es verlegert. Aber ein paar Kommentare wieder rausgehauen. Na gut, wir schweifen ab. Schreibt Kommentare hier auch zu dieser Sendung, ob da was für euch dabei war. So filmmäßig hatten wir heute nicht so viel, aber ein bisschen Serie und einen neuen Robin Hood Film. Und wir freuen uns über eure Kommentare. Also kinocast.net, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da. Empfehlt uns weiter auf allen möglichen sozialen Medien. Wenn ihr vom Chris noch was hören wollt, außerhalb vom Kino, guckt mal rein und hört mal rein bei pausentee.net. Da geht es um Eishockey. Ja, das wird jetzt demnächst auch wieder ganz heiß. Und wenn ihr ihm folgen wollt. Die nächste Folge liegt quasi schon komplett geplant hier. Na da. So volles Dokument hatten wir selten. Sind wir mal gespannt. Ja, ansonsten chris@kinocast.net, meine Wenigkeit eric@kinocast.net, die Kate, die heute nicht da ist, kate@kinocast.net. Und dann gucken wir, was uns morgen erwartet und hören uns dann, denke ich mal, nächste Woche wieder. Spielt schön mit beim Adventskalender. Viel Spaß. Tschüss. Ciao. Bis bald im Kinocast.